Hier ist Paulsen. Verlädt Toni Schumacher 1:0, 44. Spielminute. Gerade hat er verzögert gespielt. Ganz ruhig. Keine Chance für Schumacher. Entscheidet sich für die linke Ecke. 1:0 Dänemark. In der 44. Spielminute. Vielleicht tut dieses Tor ja der Begegnung gut, meine Damen und Herren, dass die deutsche Mannschaft, die sich bisher mit dem Unentschieden zufrieden zu geben schien, doch mal ein bisschen mehr Dampf macht, aufdreht. Berthold, der geht sicher wieder alleine. Wittbarski. Oh, schade. Wenn er einen Tick mehr nach innen gezogen hätte, dann war Rudi Völler da. Aber Pierre Littbarski sorgt dafür frischen Wind, bringt Druck nach vorn. Ans Außennetz, da haben 10 cm gefehlt, dann war Rudi Völler dran. Spiel ist offener geworden. Ergit, jetzt hat er ein bisschen Platz, er kann schießen. Matthäus! Ja, solche Chancen, die muss man einfach nutzen, wer weiß, ob man sie je wieder kriegt. Der kluge Pass von Matthias Ergit. Der Gegenzug ist brandgefährlich. Und ich glaube, Franz Beckenbauer kann das sicher sehr gut beurteilen, ob er einem Mann von der Qualität Rummeniges zumuten soll, nicht in Topform 90 Minuten spielen zu wollen und dann ausgewechselt zu werden. Mölby, rechts Arnesen. Ja, sträflich frei. Und das Tor! Ja, das war deutlich zu sehen auf der linken Abwehrseite. Niemand zuständig für Arnesen. Die Wiederholung. So, jetzt gucken wir noch mal, was mit Abseits ist. Da nicht. Nein, korrekt erzielter Treffer. Sauberes Tor, 2:0 Führung für Dänemark durch den eingewechselten Spieler, durch Jon Eriksen. Und die Dänen wechseln auch nochmal aus. Allan Simonsen steht da unten. Und es geht Jesper Olsen, der Torschütze des 1:0 offensichtlich, soll er geschont werden. Da haben wir Karl-Heinz Rummenigge, der gebrannt hat, 90 Minuten spielen zu dürfen. Sie haben davon gelesen, dass es dieses Missverständnis, diese Kontroverse gab mit den Kölner Spielern, von denen Rummenigge vermutete, sie wollten ihn nicht in der Mannschaft haben. Dieses Thema ist ausgeräumt. So, Rummenigge also für Karl-Heinz Förster und der kleine Allan Simonsen, das freut mich ganz besonders, bei seinem ersten WM-Einsatz, nachdem seine Laufbahn ja nach der Europameisterschaft in Frankreich schon im ersten Spiel beendet schien, als er sich gegen Frankreich ein Bein brach.